Ja, lieben Dank, Marc Biadatz, dass ich hier sein darf in deinem Wahlbüro hier in Böblingen auf dem Marktplatz und mit dir darüber reden darf, was die Wirtschaft so gerade momentan bewegt. Danke, dass du da bist, Volker. Ist nur ein ganz kleines Bürgerbüro, aber ich bin froh, dass du vorbeikommst und ich bin gespannt auf unser Gespräch. Ja, und dein Bürgerbüro hat ja auch einen Namen, Dialogpunkt. Da steckt ja die Freude zum Dialog für dich schon drin, auch im Namen deines Ja. Bürgerbüros. Was steckt hinter dem Begriff Dialogpunkt? Einerseits Dialog miteinander und doch auf den Punkt gebracht, oder was steckt da dahinter? Nein, ich glaube, dass es ist immer wichtig, glaube ich, für Menschen zu wissen, dass es, egal ob es jetzt ein Politiker ist oder so einer wie du oder auch andere Menschen, dass man weiß, wo kann ich einen Anknüpfungspunkt finden. Und ich habe mir vorgenommen, als Politiker, jetzt hier bei mir im Landkreis Böblingen, als Bundestagsabgeordneter, einfach auch wirklich ansprechbar zu sein. Ich bin anfassbar. Ich sage das auch immer. Ich habe nichts zu verstecken, guckt einfach rein und wenn ich da bin, kommt auf eine Tasse Kaffee vorbei. Und deswegen Dialogpunkt. Es heißt aber auch, ich will ja auch Entscheidungen treffen, weil ich muss Entscheidungen mit nach Berlin nehmen. Also man muss auch manchmal einen Punkt treffen. Und Politiker dürfen nicht nur reden. Das macht Spaß. Wir ja Okay, auch, Volker. ja, ich merke Aber schon. man muss manchmal auch einen Punkt setzen. Super, und wenn du auf den Punkt die Sachen bringst, sprichst du gerne im Bundestag auch davon, dass du das mit in den Rucksack nimmst, Ja. in den Rucksack von Böblingen nach Berlin und Ja. wahrscheinlich auch einiges wieder zurück. Genau, Wenn du so deinen Rucksack gerade anhast gedanklich und jetzt auch die Sommerpause wiederum ist, so die erste Woche in ja. Berlin hinter dir hast, davor auch die Sommertour so hier im Landkreis hattest. Was ist denn gerade momentan alles so im Rucksack bei dir? Es ist ganz viel Angst im Rucksack. Es ist Angst da, weil die Menschen nicht wissen, wie geht es denn weiter? Wann haben wir ein Impfmittel? Wann haben wir ein Medikament? Werde ich meinen Job vielleicht verlieren? Wie lange muss ich noch in Kurzarbeit bleiben? Warum kann ich nicht nur zu einer Veranstaltung gehen? Warum macht der Volker Ziegler die Businesswoche nicht in der Kongresshalle gerade? Also warum sind wir nicht vor Ort präsent? Und ich merke schon, dass die Menschen Fragen stellen. Und ich glaube, die Aufgabe ist es gerade, wenn ich diesen Rucksack mitbringe, aber auch mitnehme nach Berlin. Ich kann nicht jede Frage beantworten, aber ich muss Sicherheit geben. Und ich glaube, das war jetzt auch die Aufgabe der Politik. Übrigens über alle Parlamente, also hier im Gemeinderat in Böblingen oder in Sindelfingen oder in Magstadt, im Landtag, im Bundestag und über die Parteigrenzen hinweg. Also das sage ich jetzt als Demokrat, dass wir gemeinsam versucht haben, diese schlimme Phase des Lockdowns hinzubekommen. Und jetzt die langsame Phase, mal etwas öffnen, mal wieder schauen, passt es noch so, sind die Infektionszahlen niedrig oder zu hoch? Und dann eben zu sagen, und jetzt müssen wir den Menschen Sicherheit geben, denn das Leben muss weitergehen. Und Und wenn du von das, ja. Emotionen sprichst, du sprichst von Angst und Sicherheit und da die Brücke zu schlagen, ist Ja, wahrscheinlich extrem schwer. Und absolut. als du wahrscheinlich dieses Schild Zukunft hier aufgestellt hast, war das wahrscheinlich mit einem Lächeln verbunden. Und somit verändern Begrifflichkeiten ratzfatz auch ihr Stimmungsbild. Wie gilt es jetzt, die Brücke zu schlagen von Zuversicht, Sicherheit? Aber jetzt haben wir einen Angstmodus. Ja. Wie kann man sich das verändern? Ich glaube, jetzt als wenn ich jetzt als Regierung spreche, die Regierung hat versucht, eben Themen abzumildern, die die Menschen jetzt wirklich in ihrem Alltag betreffen. Also sprich, ich will den Job nicht verlieren, deswegen haben wir die Kurzarbeit. Die Kurzarbeit rettet gerade jeden Tag viele Jobs, weil die Firmen sagen, bevor ich den Mitarbeiter entlasse, um mehr Liquidität zu haben, mehr freie Mittel, nein, kriege ich hier vom Staat Geld, um eben meine Mitarbeiter halten zu können. Aber man kann eben mit Geld nicht alle Sorgen und Ängste nehmen. Und ich glaube, dass jetzt die Aufgabe auch ist, von dir, von mir, von uns allen, aber vielleicht auch ganz speziell von Politikern, vom Staat, eben jetzt auch Pläne zu zeigen, eine Vision, eine Zukunftsvision, dass wir diese Pandemiephase überstehen werden und danach wird es ein neues Leben geben. Es wird ein Leben nach der Pandemie geben, sage ich immer den Menschen. Es wird, aber wie wird es denn aussehen? Hast du Frage, frage ich mal dich, Ideen? Volker, wie wird es aussehen? Ich weiß es nicht. Also ich nehme halt wahr, dass die Firmen Veränderungsprozesse, Ja. Change-Prozesse
die sie vielleicht ohnehin schon in den Schubladen hatten, wo aber der Betriebsrat oder vielleicht auch andere Hindernisse gegeben waren, Immobilienmanagement und was weiß ich nicht alles, Digitalisierung, du bist ja ein Digitalisierungsexperte im Bundestag, aber dass jetzt die Change-Prozesse viel schneller, viel härter, viel klarer kommen und ich weiß nicht, Marc, wie dann die Menschen noch mitgenommen werden können. Also ist der Treiber der Zukunft vielleicht zu schnell und ist das vielleicht auch die Angst, die die Menschen mit haben, vielleicht bewusst, aber vielleicht auch unbewusst? Wie nimmst du das wahr? Ich glaube, diese Schnelligkeit, die wir jetzt durch Corona haben, also dieses Brennglas auf verschiedene Themen, wir werden Bildung nicht mehr so haben, wie wir sie vor Corona hatten. Weil wir jetzt sehen, dass Bildung eben auch digital sein muss. Und da geht es nicht nur um Homeschooling, sondern es geht darum, wie wir generell Bildung in einer digitalen Welt umsetzen. Wie das Lehrkörper, wie das Lehrer umsetzen können. Ich glaube aber auch, dass jeder einzelne Mensch und jeder einzelne Arbeitnehmer oder Arbeitgeber jetzt auch entscheiden muss für die Zukunft, inwieweit will ich denn gehen in diesem Prozess und mich durch diese Schnelligkeit auch anstecken zu lassen. Und jetzt, nimmst du eine Atempause. Du sagst, du bist sehr im Ich, der Mensch muss im Ich entscheiden. Ja. Ist das vielleicht auch die Angst, dass die Menschen im Ich gar nicht mehr entscheiden mussten die letzten Jahrzehnte, weil die Firma entschieden hat, der Abteilungsleiter, der Vorstand, der CEO und die immer gute Entscheidungen hier im Landkreis Böblingen getroffen haben. Deswegen ist der Landkreis Böblingen auch unter den Top-Landkreisen. Ja. Aber jetzt plötzlich die Entscheidung selber gefällt werden muss, ist ja ein riesen Quantensprung. Ja. Überleg dir doch einfach mal jetzt die Leute, die im Homeoffice waren. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich war auch im Homeoffice, weil wir dann auch, ich hatte weniger Veranstaltungen, weil wir dann auch zu Hause geblieben sind, beziehungsweise hier in meinem Bürgerbüro. Aber hier selber die Entscheidungen zu treffen, wann mache ich jetzt wirklich Feierabend, also auch im Kopf, wann ist es jetzt privat, wann ist es jetzt Job oder will ich denn überhaupt den ganzen Tag arbeiten oder sage ich jetzt mit der Zeit, die ich jetzt mehr habe, mache ich was Ehrenamtliches? Ich versuche vielleicht doch, meine Oma, die im Pflegeheim ist, beziehungsweise die Pflege braucht, vielleicht doch ihr ein Konzept zu geben, dass ich ein bisschen mehr wieder helfe. Also was früher die Familie ja gemacht hat. Ich glaube, dass es auch wenn vieles schneller geworden ist und auch wenn Corona gezeigt hat und der Wohlstand, den wir davor hatten, immer schneller, höher, weiter. Weißt du selber, man hat ein Smartphone geguckt, fliege ich jetzt nach Mallorca oder nach Griechenland nächstes Wochenende? Und das hat sie jetzt aufgehört. Ich glaube, die Menschen denken wieder nach, muss es denn wirklich sein? Ich meine jetzt nicht das Reisen, sondern kann ich ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen aus unserer doch Überflussgesellschaft? Tja, wenn der Mensch das aber macht, wenn der Mensch die Geschwindigkeit rausnimmt, wenn er investiert in Beziehung, das, was du dort, was die Oma früher gemacht hat, und vielleicht die Beziehungspflege sogar immer mehr Zeit und Raum einnimmt, rauscht dann aber nicht das Wirtschaftsleben und die Arbeit an einem vorbei, weil man nicht mehr in der Lage ist, beides unter einen Hut zu bringen? Oder ist es so, dass der Mensch für die Arbeit jetzt gar nicht mehr geschaffen ist, sich vielleicht gänzlich der Beziehung, und dann sind wir schon im Bereich, was Zukunftsforscher schon vor Jahren gesagt haben, dass der Mensch für die neue Art von Arbeit eigentlich gar nicht mehr geschaffen ist. Siehst du da so ein Spannungsfeld? Ich kenne diese Diskussion auch mit diesen Zukunftsforschern. Ich habe da auch schon ein sehr intensives Gespräch gehabt, aber ich widerspreche da ein wenig. Okay. Ich glaube, dass Arbeit, eine Beschäftigung, einen Sinn haben in dem, was man tut, gerade in Zeiten, die vielleicht nicht mehr so körperlich anstrengend sein werden, dass Arbeit einen ganz neuen Stellenwert bekommt, sogar vielleicht einen höheren, weil wir immer mehr Zeit haben für, sag ich mal, Sachen, die eher Freude und Spaß machen, also Hobby. Aber ich glaube, der Mensch braucht eine Aufgabe. Und gerade in dieser Zeit, künstliche Intelligenz wird Jobs übernehmen, aber künstliche Intelligenz wird auch neue Jobs schaffen, wo der Mensch gebraucht wird, weil die künstliche Intelligenz hat auch ihre Grenzen. Irgendwann muss das menschliche Gehirn auch eine Entscheidung treffen. Hört sich fast so an, als ob du schon so ein Bild hättest und wenn wir jetzt wieder Richtung dem Landkreis gehen und du den Blick in die verschiedenen Branchen hast und wir an deiner wunderbaren Tafel hier in deinem Bürgerbüro gehen würden, wie würde das Bild denn aussehen für die Wirtschaft hier im Landkreis mit der
Vision, die du hast, die Veränderung und trotzdem der Mensch in der Aufgabe weiterhin sein Glück finden darf. Wie sieht diese Vision aus? Ich habe eine sehr klare Vision. Mhm. Ich glaube, dass der Landkreis Böblingen, hier unsere Heimat, weiterhin ein Ort sein wird, wo Autos gebaut werden. Okay. Bin ich fest davon überzeugt, weil ich glaube, Made in Sindelfingen oder Made in Weissach hat noch ganz viel Wertigkeit. Aber, und das ist jetzt meine Zukunftsvision, ich glaube, dass die Zukunft der Mobilität, und Mobilität fängt an vom ÖPNV bis zum Fahrrad, aber eben auch bis zum vernetzten Fahren oder auch zu sagen, ich fahre heute gar nicht, weil ich das Meeting im Zoom mache. Mhm. Und die Mobilität der Zukunft, all diese Geschäftsmodelle, alle diese Ideen, die müssen eigentlich alle aus dem Landkreis Böblingen kommen. Das heißt, es ist nicht mehr nur die Automobilindustrie, Nein. von der du angefangen hast zu sprechen, ja. und der Automobilproduktion, genau. sondern es sind die intelligenten Mobilitätskonzepte, mhm. die sogar bis zum Konferenzverhalten ja. vom Auto begonnen über Punkt, Punkt, Punkt gehen. Ja. Sind wir denn da so weit schon, dass der Weg, den du aufzeigst, dass das weltweit von hier kommen muss? Oder schwingt nicht sogar ein bisschen mit, dass man vielleicht in Asien, in Amerika ja. diesbezüglich viel weiter ist und der Landkreis Deutschland eigentlich überholt ist? Ich glaube nicht, dass andere Regionen in der Welt weiter sind. Mhm. Auch nicht das Silicon Valley. Mhm. Das Silicon Valley kann gut Plattformen bauen. Mhm. Wir haben es bei Facebook und Instagram und Twitter gesehen. Da ist der Zug übrigens auch abgefahren. Also die Illusion, dass die Europäer, ich rede jetzt gar nicht mal von Deutschland, dass die Europäer die Plattformökonomie nochmal überholen werden, glaube ich nicht. Abgefahren. Punkt aus. Ich glaube aber schon, dass das Wissen, was wir hier haben, über 130 Jahre Fahrzeugbau, dass das Wissen, dass hier Menschen zusammenkommen, die aus ganz unterschiedlichen Kulturen, Hintergründen, ja, zuerst kamen die Heimatvertriebenen nach dem Krieg, dann kamen die Gastarbeiter, dann kamen auch Menschen, die geflüchtet sind vor Krieg, damals der Balkankrieg, der Jugoslawienkrieg, jetzt die Krise in Syrien, und trotzdem funktioniert unser Zusammenleben, weil wir eben viel Potenzial für Arbeit haben, weil die Menschen eine Beschäftigung haben, eine Idee für ihr Leben. Und ich glaube, dass der Landkreis Böblingen mit diesen Voraussetzungen, mit dieser Geschichte historisch zerbombt gewesen, ja, und jetzt viele Menschen, die hier leben, dass diese Ideen der Menschen, genau diese Mobilität der Zukunft, und das ist eben nicht nur Autobahn, dass das eigentlich der richtige Boden ist. Es ist nur die Frage, wie schaffen wir es weltweit praktisch eine Werbekampagne zu fahren. Der Landkreis Böblingen, wer irgendwas mit Mobilität zu tun hat, der muss hier seine Firma eröffnen. Wow, das ist eine schöne Werbekampagne. Ja, ja, ja. Und eigentlich müsste der Volker Siegle dann sagen, so jede Woche kommen neue Firmen hierher. Du würdest gar nicht hinterherkommen, die alle mal zu besuchen, ja? Mensch, das sind fast schon richtig tolle Schlussworte. Aber ich glaube daran. Ich glaube daran, dass das möglich ist, weil das größte Kapital ist nicht das schöne Wetter am Böblinger Marktplatz, ist nicht das Glockenspiel am Sindelfinger Rathaus, sondern ist das... sind die Erfahrungen und der Geist und die Intelligenz und auch die Menschlichkeit, die wir in diesem Landkreis haben. Und der macht uns hochattraktiv. Und diese Attraktivität, um vielleicht auch den anderen Weg des Rucksackstragens von Berlin nach Böblingen, von der anderen Seite, bist du dann nicht erschrocken, wenn du von den Demonstrationen mitbekommst, wenn du diese Andersartigkeit an Meinungen, die mehr zerrissen ja eigentlich gar nicht sein können, wie ist es dann, von Berlin zurückzukommen, hierher nach Böblingen? Siehst du das in Berlin? Und jetzt, wenn wir jetzt in Berlin reden würden, würdest du das gleiche Gespräch in Berlin aufführen? Nein, das wäre schon anders geprägt, weil in Berlin ist einfach nochmal eine höhere Geschwindigkeit und vor allem in Berlin siehst du eben die doch sehr extremen Unterschiede, die es auch in unserem Land gibt. Also wenn Leute von der Antifa gemeinsam mit Esoterikern und mit den Leuten von der NPD oder von irgendwelchen Reichsbürgern zusammen gegen den Staat demonstrieren, da bin ich froh, wenn ich im Landkreis Böblingen bin, weil da gibt es das nicht. Das noch heißt nicht, oder? Nur, ja, ich will das nicht, also ich bin kein Traumtänzer. Ich glaube, auch hier gibt es Menschen, die unzufrieden sind. Von der Politik, vielleicht auch von mir als dem Abgeordneten oder
von den Gemeinderäten. Mhm. Ich glaube aber, wir haben hier die Chance, eben den Menschen eine Zukunftsperspektive zu geben. Aber es liegt an uns. Und es macht nicht allein der Marc Bjerdert oder der Volker Siegler oder der Landrat oder die Oberbürgermeister. Das ist eine gemeinsame Aufgabe von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mhm. Dass hier der Landkreis Böblingen eben das Mekka der Mobilität wird. Und, was du vorhin sagtest, und der Eigenverantwortung. Die Menschen brauchen, glaube ich, wieder mehr Eigenverantwortung. Ja. Das ist das, was ich mitnehme. Ja, ja, Marc, du hast die gesellschaftlichen Spannungsfelder in Berlin angesprochen, ja. Auch das fast Undenkbare, wie Gegengruppierungen miteinander auf die Straße gehen. Mhm. Böblingen-Sindelfingen nämlich immer friedlich war, nämlich immer ruhig war. Es ist eine gesellschaftliche Ruhe, obwohl wir hohen Migrationsanteil haben, ich glaube bis zu 45% in manchen Altersbereichen. Lauert hier nicht auch die Gefahr, fast schon suggestiv Gefahr, aber lauert hier die Gefahr, ja. Dass das auch mal kippen kann, unvorstellbar kippen kann? Lauert die deiner Meinung nach oder sagst du, das wird jetzt alles wieder in die richtigen, ruhigen, wirtschaftlichen, stabilen Wege gehen? Nein, Volker, die lauert nicht. Wie siehst du es? Ich glaube, du hast es richtig gesagt. Ich glaube, der gesamte Landkreis Böblingen ist eigentlich unheimlich gefestigt die letzten 50 Jahre gewesen. Aber ich glaube, nichts im Leben ist für immer klar und deutlich gefestigt. Ich glaube, man muss dran arbeiten. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass die Bilder, die wir jetzt in Berlin hatten, und die ja wirklich also fürchterlich waren, ja, nochmal, jeder darf demonstrieren, ich bin fürs Demonstrationsrecht, mhm. ja, aber das, was da in Berlin und gerade auch am Bundestag mhm. passiert ist, es ist ein No-Go. Mhm. Ja. Und ich würde nicht ausschließen, dass auch sowas hier bei uns im Landkreis Böblingen, in Böblingen, in Sindelfingen, passieren kann. Und deswegen glaube ich, es ist jetzt schon die Aufgabe, zu überlegen, mit klugen Schritten, eben nicht nur in Berlin, im Bundestag, sondern auch hier, wie wir Zukunft gestalten und wie wir den Menschen auch Perspektiven geben, wenn vielleicht Wirtschaftszweige nicht mehr so stark sind, nicht mehr so viele Arbeitsplätze bieten. Und ich glaube, das wird eigentlich die Mega-Aufgabe des Innovations- und Start-up-Landkreis Böblingen. Wir müssen einen neuen, vielleicht auch Claim, nicht erfinden, aber wir müssen ihn selber kreieren. Und zum Abschluss, wer soll das tun? Ich frage deswegen, ja. Weil es jetzt schon, lass uns die Hotels angucken, wenn wir jetzt hier durch Böblingen laufen, die kämpfen ja seit Monaten und keine Ahnung, ob die den Kampf gewinnen werden. Viele Branchen werden aller Voraussicht nach nicht mehr den Turnaround schaffen. Mhm. Wer nimmt das in die Hand? Also wer nimmt genau diesen Claim und nicht nur als Kleber, sondern als Verantwortung im Ton in die Hand hier für die Region? Also ich bin mal ein bisschen positiver noch als du. Wir werden versuchen, so viel wie möglich den Firmen und Menschen versuchen zu helfen, das doch zu überleben. Mhm. Vielleicht dann auch nicht mehr in der Stärke und vielleicht auch nicht mehr in der ja, immer Gewinnmaximierungsschiene, wie die wir vielleicht davor die letzten 10 Jahre hatten. Aber ich glaube, wir müssen uns halt eben neue Geschäftsmodelle überlegen. Und ich glaube, das werden nicht allein die Tüftler und die im Keller eine geile Idee haben, sondern dafür brauchen wir auch eine gesellschaftliche Spirit, der sagt, lasst uns Neues machen. Und man darf auch mal kurz scheitern. Man darf auch mal scheitern. Auch im Landkreis Böblingen darf man mal sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ja? Das heißt, Zukunft mit Fehlern ist die Zukunft? Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, wir werden ausprobieren müssen. Mhm. Ich glaube, ich habe nicht den Masterplan. Ich weiß nicht, du, Volker, ob du nur den Masterplan, den wollen wir auch nicht. Aber wir müssen uns dieses Scheitern auch mal zugestehen und dann aber ganz schnell unbürokratisch zu sagen, und jetzt machen wir aus der gescheiterten Idee vielleicht die bessere Idee, um das hinzubekommen. Und der Landkreis Böblingen ist dafür der richtige Ort. Ich kämpfe da dafür und ich habe da volle Leidenschaft dafür. Und das schaffen wir auch. Das tut so gut, dich genauso emotional zu erleben, mit dem Lachen zu erleben, ja. Ohne ein Phantast zu sein, der das genau der Realist, der hier dieses Bürgerbüro hat, um genau diese Dialoge zu führen, um die Menschen mitzunehmen. Und dafür sollen auch die Businesswochen stehen, begreifen, wie die Wirtschaft funktioniert. Ja. Und du hast da viele Impulse gesetzt. Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten Businesswochen der nächsten Jahre, in welcher Form auch immer, ob live, hybrid. Aber ganz ehrlich, ich freue mich auch wieder auf live. Und dass wir uns alle wieder zusammensetzen können, weil ich glaube, auch das braucht der Mensch, trotz aller Digitalisierung. Dann eine Begegnung mit der Faust. Genau. Vielen Dank, Marc. Alles Gute. Danke, Volker. Danke. Ciao.